Willkommen, Bürger und Scharlatane, zu Let's Clear Battle Brothers. Und wir setzen da fort, wo wir aufgehört haben, mit dem Niedermachen eines kleinen Banditencamps. Das wäre schon ewig seit unseren Anfängen beobachten. Greifen wir es nachts an, dann können sie nicht so gut schießen. Oh, das sind nicht viele. Okay. Falke! Siegfried der Brigant. Na ja, okay. Da ist der Armbrustschütze. Okay. Gut. Oh, guter Treffer, Martin. Schild, Speer. Ich habe Schild. Hoch. Oh! Alfa Romeo hat ihn auch fast getötet. Schild. Schild. Manson. Methusalem. Gut, der ist fast hinüber, der Typ. Schild. Nicole. Den mit der Hippe. Sehr gut getroffen. Aber wir haben die Hälfte der Rüstung abgenommen. Ja, schade. Gut. Zwei sind fast tot. Ein paar Moratas haben wir schon getriggert. Rufschwer, okay. Fehlt. Schild. Sehr gut. Er geht da hoch. Soll er machen? Den ist gerne die mit der Hippe weg. Jörn. Gut. Er ist fast weg. Der verblutet. Sehr gut. Ganz verblutet, na egal. Ihr bleibt da. Du gehst mal hier hin und nächste Runde haust einen Hund raus. Was ist der mit dem Wurfsperren? So, und das ist der Hippenmensch. Gut, das Schild hält. Ein Hundimann. Gut, gucken wir mal, was passiert. Okay. Oh, Björn muss raus. Björn muss wechseln. Ah, der andere Schütze. Hippe auf Björn. War klar. Verblutet. Fehlt, Schild, ja. Der rennt weg. Ah, verfehlt. Er geht nach unten. Sehr gut. Du kannst den wegstoßen. Ah, verdammt, ich wollte wegstoßen, nicht Schild machen, verdammt. Schild. Und zurück. So, der Armbrustschütze kann nicht mehr schießen. So, was hat Björn für Chancen? 54. Die Folge geht hoch. Er ist
Wackeln. Aber wenn er Björn ein, zweimal trifft, das wird ein knappes Ding. Probier's. Gucken wir mal. Vielleicht wird es so. Tobias geht einfach mal vor. Betäubt. Halb so schlimm. Sehr gut. Der macht nicht mehr lange. Ah, er ist am fliehen. Jetzt ist der Anführer weg. Ja, Siegfried, der Brigant, rennt um sein Leben. Kurz warten. Jerusalem. Ah, wer wartet da? Nicole? Hat den Siegfried gekriegt. Okay, gut. Ein Zombie! Zwei Zombie! So, ne. Das war knapp. Da, wo du bist. Na, er geht hoch. Zombie ist gleich weg. Oh, komm, Nicole, das hast du dir noch einen Arm noch kaputt gemacht. Das viel besser kann es ja nicht werden. Zombie. Ach, Nacht, immer diese Nachtschüsse. Jetzt ist der schon wieder ein Zombie auferstanden. So. Der hat doch nicht weg. Er wartet, wartet. Nicole? Sehr schön. So, Nicole. Ist aufgestiegen. Bisschen Ausrüstung gekriegt. Sehr schön. Jerusalem, Nahkampf. Gehst ein bisschen auf Ausdauer und ein bisschen auf Nahkampfabwehr. Und dann sollst du Berserker kriegen. So, der Belgier. Nahkampf. Moral. Lebenspunkte. Jerusalem hat eine Moral von... Ja, der hätte eigentlich auch Moral kriegen müssen. Nur Speer, ne? Speermeisterschaft. Überwältigen kriegst du? Na komm. So, Alfa Romeo Christensen. Nahkampf. Moral. Ausdauer. Und du kriegst Berserker. Das Kanonenfutter Standard ersetzbar. Nahkampfangriff. Bisschen Ausdauer, sehr gute Würfe.
Gegner überwältigen. Nicole, die Mörderische. Nahkampf. Moral. Lebenspunkte. Und dass die Rüstung nicht so schwer wiegt. Und dann haben wir es erstmal alle. So. Ab zurück zum Dorf. Dann gucken wir mal. Na, Kopfmann, haben. 27. 1000 Kronen gekriegt. Sehr schön. Was ist der andere Auftrag? Okay. Sachen rüberbringen. 880 Kronen. Komm, gib uns ein bisschen mehr. 950. Okay. Ein Tag nach Norden. Na, da kann man doch nicht meckern. Kaufen wir auf dem Markt ein bisschen. Sie haben kein Werkzeug hier. Okay. Oh, ein Adelsschwert. Oh, das ist ja eine schöne Beute. Das kann ja Christson kriegen. Weil das macht ja 40, 45, 40, 45, 50, 20, 85. Es ist in allen Bereichen besser und es ist ein klein bisschen schwerer. Gut. Nochmal der Axt. Gut. Die Maschine ein Tag. Wo müssen wir? Rotenbach. Da oben. Okay, da können wir dann abkürzen übers Wasser. Erstmal gehen wir zu Birkhafen. Da können wir bestimmt gleich ein bisschen Zeugs einkaufen. Für die Rüstung. Das Problem ist jetzt, wenn man so hohe Rüstungen hat, ist man das ständig dabei, die zu reparieren. Ja. Wir hätten noch einen Platz im Gefolge, glaube ich. Ne, zwei Plätze. Da müssten wir echt überlegen, dass wir mal den Schmied dann holen. Lindwürmer, okay. Oh, hier ist es so teuer. 400. Gesundheit, danke. So. Und rüber. Schauen wir mal. Kann ja noch ein bisschen erforschen. Tag ist eh gleich vorbei. Vielleicht entdecken wir noch was Schönes. Was entdeckt? Ein bisschen Geld gekriegt. Sehr gut. Guck mal, hier in dem Dorf gibt es ja eigentlich nichts. So, unser Geld haben wir bekommen. Taverne. Hat er Schönes? Okay. Nur wir machen wieder den Friedhof sauber. Wo ist er? Da in der Ecke. Im Sumpf. Das ist eklig. Okay. Wie sieht's mit den Leuten aus? Seid ihr alle versorgt? Kanonenfutter Standardsalzbar hat noch ein kaputte Armmuskeln, ansonsten passt es. Munition haben wir, ja. Okay. Versuchen wir uns die Zombies am Tag zu schnappen. Gräber der Vorväter oder Vorfahren. Ja, und da kommen natürlich Zombies, ist ja klar. 19. Gut, die erste Runde können wir immer, wie immer laufen lassen.
Ach, ich hätte den Falken starten können. Paar gepanzerte, okay. Guck mal, Falke. Okay, alles nur Zombies. Gut, alles machbar. Jetzt machen wir schon ein bisschen Speere raus. Sperrwall. Jetzt wird spannend. Jetzt wird spannend. So. Haben wir irgendwas Spannendes? Komm. Aha. Gut, das Fass weg. Ist fast weg. Schwer bleibt. Poste. Warten. 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 Schwer bleibt draußen. Also komm. Sehr gut getroffen. Du sei dann wartet. Wieder einer weniger. Hoffe ich doch mal. Raus. Die kommen so langsam da unten. Cool, Speer raus. Du kannst Zombie vor der Nase, du kannst verfehlen. Sehr gut. Björn wartet nochmal. Komm, wir brauchen hier ein bisschen Unterstützung. Warten. Und wir geben nicht ab. Okay. Die müssen wir nicht beschießen, die mit den Missgabeln. Und die Kurve. Einer. Zwei. Drei. Alle praktisch. Warten. So, der steht nicht mehr auf. Da sollte auch Ruhe sein. Panzer ist auch bald weg. Speer raus. Missgabe Zombie 1 müssen wir bald angehen. Speer raus. So, Nicole hat einen erledigt. Sehr schön. Ja, warten wir, warten wir. Björn kann auch warten. Er hat auch gewartet. So. Wir bewegen uns möglichst wenig hier. So. Drei.
3 Kills! Oh, alter Falter, Tobias. Das war doch mal was wert. Kopf gebissen. Also im Helm. Gemacht, Martin. Kriegst eine Axt im Kopf. Jetzt haben wir ungefähr die Hälfte der Zombies erledigt. Das sind die Mistkarl-Zombies. Dann warten wir noch eine Runde. Oh, der hat einen Slasher. Kann Blutungsschaden verursachen. Ja, geht. So. Geht vor. Mach da ein bisschen, räumt da ein bisschen auf. Nicole kann nichts machen, aber Nicole kann den Typen hier Nahkampf binden. Christian geht auch vor. Muss warten, warten. Einer, zwei, drei, vier, vier. So, der steht nicht mehr auf, der Kopf ist ab, der steht auch nicht mehr großartig auf. Sehr schön. Man kann nicht leben, Tobias. Keine Pfeile mehr, ne? Okay. Gut, 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 gut. Pushen wir jetzt ein bisschen tot. So, Björn. Nicole? Keine Ausdauer mehr. Jut, jut, jut. Jut. Kannst den Hund freilassen, ne? Frage ist, wie viel stehen auf? Eins. Zwei. Drei. Viel zu viele. Oh, das war ein guter Rüstungstreffer. Keine Ausdauer mehr. Schöner Biss, Hund. Schöner Biss. So, Nicole. Perfekto. Und wir geben ab. Wie viel stehen auf? Einer. Zwei. Drei. Also hier bei dem Kampf stehen verdammt viele auf. So, der steht nicht mehr auf. So, der soll auch nicht mehr aufstehen.
Gut, Ruhe. So, ja. Tusanem kann nichts machen. Nicole, kannst du uns? Nicole ist wieder Held des Tages, sehr schön. Ein bisschen Gold eingesackt und wurde getötet. Reparatur brauchen wir. Brauchen 16 Werkzeuge. Oh, Alter. So. Kleingeld wohl verdient. Dann übernachten wir hier kurz. Dann schauen wir mal weiter. Habt ihr Schönes zum Kaufen? Wir haben Lebensmittel für nicht mal einen Tag. Oh, oh, gut. Wasser kaufen wir, Brot kaufen wir. Ein paar Farben haben sie hier. Ein paar Säcke mit Löchern zum Gucken. Ah, nee, das verkaufen wir nicht, das Handelsgut. Oh, hier, das kann weg. Ja, wo gehen wir hin? Hier gibt es keine Aufträge momentan. Wir können ja mal die Ecke erkunden. Genau, gehen wir mal in die Ecke nach Norden. Wir haben Lebensmittel für 3 Tage. Nee, da ist ein... Das schaffen wir nicht. Was haben wir hier? Unbekannte Garnison. Wieder was entdeckt. Auf dem Weg. Aha. Okay, also Snusu der Gewaltige ist ja abergläubisch und wir begegnen unterwegs einen Rehschädel. Er guckt ihn das an und sagt dann, ein Wahrsager hat mir mal gesagt, wenn ich so einen Schädel begegne, dann könnte das schlimme Sachen geben. Und wir sagen, na gut, okay, aber er ist jetzt ängstlich und unzufrieden. Was heißt denn ängstlich? Das ist nur der Gewaltige. Oh, minus 50% Moral. Das ist übel. Das ist böse. Das ist ein Sumpf. Ein großer Sumpf. Was haben wir hier entdeckt? Negro-Savanten. Nee. Vampire. Vielleicht irgendwann anderen mal. Was ist denn hier in der Stadt? Elkshorn. Wir gehen mal Richtung Elkshorn. Mit Briganten. Mhm. Die im Wald zu bekämpfen, das lohnt sich nicht. Okay. Dann rüber hier. Haben wir bestimmt gleich einen schönen Auftrag. So, schauen wir mal. Und Totenkrise müsste bald zu Ende sein.
Zapter Zweier-Schädelauftrag, okay. Bogenmacher. Ah, so teuer. So teuer. Oh, wir haben ja noch einen Kriegshund. Den können wir ja jemanden verteilen. Hier. Du kriegst den Hund. Bastardo, grandiose. Das ist nochmal aufsteigen. Oh, schlechte Würfe. Moral. Gesundheit. Ja, gut. Guck mal. Sag mal ein Gerücht. Aha. Okay. Kommt, Leute. Ich gebe mal einen aus. Oh, ich habe ja 7000. Hier haben wir hier, Jagdbogen. Kriegsbogen. Ah, ist alles noch so teuer. Da kaufen wir mag was ein. Kaufen ein bisschen Holz ein. Oh, hier ist Werkzeug teuer. Okay. Lebensmittel brauchen wir auch. Für 3 Tage, okay. Was ist das für ein Adelshausauftrag? Okay, wieder 3000 Kronen. Hm. Okay. Grab der ersten Menschen und der Nekromanzer. Das ist ein Zweierauftrag. Oh, das müsste man sich überlegen. Das müsste man sich überlegen. Kampieren wir mal. Das hier ist das Grab der ersten Menschen und das ist der Nekro. Ne, Grab der vielen Krähen. Das andere wird ja noch gespottet. Hm. Ja, das wäre eine Überlegung wert. Aber ich sag mal, beim nächsten Mal. Na denn, tschüss.